So Leute, willkommen mal zu einem etwas anderen Video heute, mal ein bisschen Hearthstone. Da ja in der letzten Woche stellenweise der Zugang zu Hearthstone stark eingeschränkt war in der europäischen Region, haben alle Accounts, die vor dem 3. Mai erstellt wurden, zwei Kartenpacks bekommen. Und die wollte ich jetzt in diesem Video einfach mal öffnen. Mal gucken, was da so drin ist. Und ja, ich habe erst vor kurzem, also zwar noch vor dem 3. Mai, aber es ist noch nicht so lange her. Irgendwann Ende April habe ich angefangen mit Hearthstone. Spiel es fast täglich, es macht sehr viel Spaß. Aber ich bin noch nicht so richtig vertraut mit den ganzen Karten und so. Deswegen, ich gucke einfach mal, was wir jetzt hier drin haben. So. Gut. Die ist Standard, die ist Standard. Die ist selten, glaube ich. Blau heißt selten. Auch Standard, auch Standard. Okay, erstmal die vier Standard-Dinger. Erntegolem, der ist saugut, glaube ich. Dann macht der Wildnis, Druidenkarte, Jägerkarte. Das mit den Hunden soll auch gut sein. Und ja, jetzt kommt mal die seltene. Ah, der ist gut, um Murloc-Decks zu machen. Das weiß ich auch schon. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt das zweite Paket, was wir bekommen haben. Auch mal aufmachen. Hoffentlich ist da eine Legendäre oder so drin. Das wäre richtig nice. Standardkarte braucht man nicht. Seltene Karte, okay. Auch wieder Standard, auch Standard, auch Standard. Gut, wieder vier Standardkarten. Gut. Lichtbrut, das kenne ich noch gar nicht. Der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Okay, das ist eigentlich nice. Und Lepragnom, der ist auch nice. Gut, dann kommen wir jetzt zu der seltenen Karte. Da ist, zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Der ist auch nice, glaube ich. Der ist auch noch für alle Klassen, okay? Ich hatte jetzt gedacht, der wäre nur für Magier oder sowas, wegen den Zauberwirken und so. Aber der ist für alle Klassen, das ist praktisch. Gut. Also, keine besonderen Karten dabei gewesen. Also hier selten oder golden oder sowas. Das ist schade. Wir haben zwar zwei seltene bekommen, aber in jedem Pack ist ja immer eine seltene drin. Und ja, das war jetzt nichts Besonderes in den Packs drin. Ich habe gedacht, wir würden vielleicht eine legendäre finden. Aber gut, leider nicht. Und ja, ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen in der Arena zu spielen oder irgendwelche Quests zu erfüllen, dass ich Gold kriege. Mit dem Gold will ich mir dann die Solo-Abenteuer freischalten, damit wir da, also damit ich da dann mal ein bisschen mehr Karten kriege. Und wenn ihr wollt, kann ich diese Solo-Abenteuer dann mal zeigen oder auch mal irgendwie ein paar Runden in der Arena oder sowas. Aber denkt dran, ich bin der totale Noob in dem Spiel. Ich habe hier bis jetzt, Moment, hier kann man das glaube ich gucken. Genau, Stufe 20 Magier, 10 Paladin, Schurke und Krieger. Der Rest, Druide, Hexmeister und Priester, habe ich sogar noch gar nicht gespielt. Und ansonsten hier, Rang 19, ich bin der totale Noob in dem Spiel. Ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Spiel. Aber es macht sau viel Spaß, das muss ich sagen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Ansonsten, ich denke mal, ich werde auch so hier und da mal das ein oder andere Video zu Hearthstone machen. Und ich will auf jeden Fall noch versuchen, mich in Hearthstone ein bisschen zu vertiefen, weil das Spiel macht echt Spaß. Und ja, man kann zwischendurch immer mal wieder eine Runde spielen, wenn man Lust drauf hat und so. Es dauert nicht allzu lange. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen weiter integrieren kann in das Spiel Hearthstone. Und ja, ich hoffe, dass ich das auch alles gut hinkriege und hier nicht wieder totale Noob ende. Ja, das war's dann erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, ich habe eh nur zwei Kartenpacks geöffnet. Das gefällt keinem Menschen, egal. Gut, dann mal bis zum nächsten Video und ich sag mal vielen Dank fürs Anschauen und tschüss.